Hi, ho, meine Amigos, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark PlayStation 4 hier auf einem G-Portal Server Map Ragnarok. Stimmt jetzt aktuell noch nicht. Wir befinden uns jetzt noch auf der Island und zwar auf der PC-Map, weil viele gefragt haben: Oh, mach mal GCM-Videos und so weiter und so fort. Geht auf PlayStation noch nicht. Das geht erst ab dem Update, wo das Dino TLC dabei ist, und das sollte laut dem Herrn Stieglitz, oder wie er heißt, der hat das Twitter geschrieben, ab dem 20. ungefähr funktionieren. 20. Februar. Hat der gesagt, nicht ich. Also für Verspätung nicht mein Problem. Aber bei dem GCM, ihr seht da unten, Cheat GCM. Das war's. Und dann könnt ihr praktisch ins Inventar gehen und könnt euch bei Herstellung alles herstellen. Ich habe jetzt ein paar Mods auch noch drauf, ist ja mein PC praktisch, deshalb ist bei mir etwas mehr, aber ja, ihr könnt auch praktisch alles herstellen. Wahnsinn. Alles. Was ihr wollt, ohne das Material in den Taschen zu haben. Ihr seid praktisch jetzt im Builders Mode und könnt das richtig geil nutzen, wenn ihr ausprobieren wollt, wie eine Base am besten gebaut wird oder sonst was. Ihr seht, ihr habt einfach alles drin, könnt alles in Massen herstellen. Ich glaube, ich bin jetzt auf 20-fach oder so. Glaube ich. Keine Ahnung, ist egal. Ja, eben egal was. Ob es ein Schild ist. Zack. Ne, ein Schild, passt. Und wenn ihr dann ins Inventar geht, habt ihr das Zeug drinnen. Also das ist schon fett, ne? Das kann schon was, ne? Jetzt will ich nur schauen, Alter. Ich will nur schauen, ob der jetzt aktuell besser geht oder ob der noch immer so im Arsch ist. Ja, laut ist er noch immer. Ist noch immer im Arsch, ja, passt. Also Reifenbewegung, nein. Aber gut, soll uns jetzt nicht weiter aufhalten, wir wechseln zur PlayStation. Bam! Und so schnell sind wir auf der PlayStation. Nur noch schnell Bildschirm geswitcht. So, jetzt sind wir auf meinem Server Map Ragnarok. Wie versprochen, wie gesagt. Und hier habe ich ein Geschenk vom Ramazan bekommen. Eine Krabbe. Einen Klon seiner Krabbe. Aber wir wollen jetzt ein bisschen schauen wegen den Valentinsviechern. Und mich das voll interessiert, was so am Start ist, valentinsmäßig. Das will ich nur überlegen. Nehmen wir einen Petri, nehmen wir einen Dragon oder nehmen wir die Krabbe? Ich glaube Petri. Wir nehmen einen Petri, da steht einer. Wow! Komm, wir nehmen einen Petri, was soll's? Was hast du für ein... Das ist ein normales Ei? Warte mal. Ach nö. Komm, lass mich runter. Gut. Was bist du? Petri-Ei. Okay. Ganz normales Petri-Ei. Man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es ja wieder irgendein Special, ne? Irgendein Special. Jetzt schauen wir mal, ob wir auf die Schnelle irgendein Dienstagsvieh finden. Valentinssaurier. Und zwar einmal das Wasservieh und einmal ein Chaboa. Oh, der Chaboa ist voll geil im Pink. Bekommen wir auf der Schnelle irgendwo Bären her? Oder hast du Bären drin? Mein Freund? Nein. Hat er nicht. Aber das soll nicht das Problem sein. Den Chaboa will ich mir mitnehmen. Der ist voll süß. So. Okay, ein paar Bären haben wir am Start. Ruff. Jetzt schnell finden, sonst ist er wieder weg, ne? Oder es kommen wieder irgendwelche Viecher, was ihn wieder kaputt machen. Hier ist mal das Wasservieh und wo ist jetzt der Chaboa? Inventar öffnen. Okay, dann. Ja. Mach mal so, ne? Ich war ja der Meinung, der ist passiv zu zähmen. Hä? Ich werde auch langsam bekloppt, ne? Ich werde immer blöder. Also ganz ehrlich gesagt, ich war der Meinung, der geht passiv. Okay. Oh, Skorpion. Lass meinen kleinen Chaboa.
So, wir machen jetzt da die Deckung für den Chaboa der Liebe. Ah nein, wir haben ihn. Ungültiger Name. Ja, komm, leck mich doch. Wir machen gleich einen Namen, aber zuerst mal ihm auf die Schulter. Komm, aufheben. Nice. Und reiten und nice. Schaut, wir haben ihn. Wir schauen uns den dann genauer an, aber jetzt fliegen wir erst noch eine Runde. Und einen Namen bekommt er dann auch noch, ne? Er heißt ein Body Love. Mr. Body Love. Oder Mrs. Body Love. Je nachdem. Hey! Wir haben hier einen Raptori in Pink. Sieht ja eigentlich ganz geil aus, oder? Ich find's ganz cool. Also solche Events können sie ruhig öfter machen. Finde ich echt cool. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich was zum Zähmen mit, aber... Alter! Alter! Mach in Ruhe! Was finden wir noch so? Eine Hyäne. Eine Hyäne in Pink. Pinkrot. Alter! Oh! Und ein Golem. Der ist aber nicht pink. Du bist scheiße, du bist nicht pink. Ah. Oh, man könnte da wieder eine ganze Sammlung einstellen, oder? Aber das Event sollte ja bis zum 18. nur gehen. Schaut, ein Tötel. Ein Key. Nice. Ah, oh, mir gefällt das. Das können sie echt ruhig öfter machen. Einfach so Events, einfach ein paar bunten Dinos. Einfach mal ein bisschen Farbe reinbringen. Wäre doch nicht so schlimm. Mann. Oder das Event länger lassen. Okay, jetzt ist Valentinstag, das lassen wir jetzt einen Monat. Dann hat jeder die Fresse voll von bunten Dinos und Goodies. Ich find's schön. Ich find's echt cool. Was bist denn du? Topio? Mit roten Beinen. Weiß ich jetzt nicht, ob der Original so ist. Könnte sein. Da ist ein Tüller. Ah, hier ist mal nichts mehr Aufwendiges. Motte mit blauen Flügeln, aber die ist glaube ich Standard. So viel ich weiß. Eine Schlange. Eine rote Schlange. Die Schlange der Liebe, meine Freunde. Die Schlange der Liebe. So, was bist du? Ach, so ein Stehlding. Hier ist schon die kleinen Säcke, die immer stehlen. Ach, hier ein Bär. Hier seht ihr ihn noch in alt. Der alte, hässliche Bär. Kommt ja dann der neue, schöne Bär, ne? Du bist ein alter, hässlicher Bär. Verpiss dich. Hässlicher Bär. Und hier haben wir Stehl-Dino. Auch. In Rot. Und tot. Ausgestohlen. Komm, wir fliegen noch ein Stück. Ich will noch ein paar Dinos sehen. Fällt mir voll. Ich weiß schon, viele sind wieder mit Händen mit euch zu sehen. Oh! Pinker Petri und Pinker Hirsch! Und hier eine Gips. Natürlich Koleo. Gezüchtet. Gezähmt. Alles klar. Hier. Oh, das sieht ja schräg aus, oder? Sieht aus, als hätte er so ein Latex-Kostüm an oder so. Alter, du glänzt ziemlich. Aber cool. Nee, jetzt hat er getötet. Entschuldigung, ich wollte die Ameise fressen. Ja, kann passieren, ne? Und da drüben ist noch ein pinker Hirsch. Immer an der Guck. Was schreit denn da so? Irgendwo ein Beauty? Auf jeden Fall ist da ein pinker Hirsch. Kann auch was. Irgendwo muss da ein Beauty sein. Ist das ein pinker Beauty? Warte mal, das ist Kreis. Achso, ja, da muss da irgendwo der Juti sein. Nö. Nix pink. Ja. Ist ja gut. Alter Spinner. Alter Schreihals. So. Hey, das sind überall gezähmte Tiere. Oh, und schon wieder ein paar. Schaut. Pink. Nice. Cool. Die sind echt gut vertreten, die Dinger, ne? Wieder ein Pinker. Cool. Geil. Man müsste sich von den Reaper Queen schwängen lassen und dann die Hoffnung haben, dass das Kind pink ist. Weiß zwar nicht, ob das möglich ist, aber wäre definitiv geil. Oder jetzt ein paar Weibern züchten und hoffen, dass aus dem Ei ein pinker Weibern kommt. Weiß nicht, ob das möglich ist, wäre aber geil.
Also pinke Dinos haben echt einige da. Echt cool. Ich dachte, man findet die so ganz schwer und die sind total versteckt, aber die sind echt gut vertreten. Mann, Mann, Mann. Nice! So, wo sind wir denn jetzt? Am grünen Obi, sollte man sein. Das passt. Das passt, weil da sehen wir sicher noch einige Tiere, oder? Was bist denn du? Und wieder so ein Stehldino in Rot. Die haben wir schon gesehen. Da die alten Kackbären. Kennt ihr da schon? Will keiner sehen. Kommen ja bald die neuen raus. Also die Animationen, also die Grafiken der Tiere haben sie wirklich stark verbessert. War auch gut so. Auch dass sie jetzt neue Fähigkeiten haben. Gerade mit T-Rex, wenn der schreit, jeder scheißt sich ein. Sprich, bleibt gut stehen. Ja. Kann man machen. Muss man nicht. Mir wäre lieber, sie würden die Performance mal ein bisschen höher ballern. Mir persönlich. Also wie... Oh ja, der bekommt ein bisschen ein anderes Gesicht. Oh ja, der sieht ein bisschen buschig aus. Ist ja alles schön und gut. Aber mir persönlich wäre lieber, die Performance würde etwas steigen, dass man echt sagen kann, okay, auch wenn man größer baut, ruckelt es nicht. Hier wieder... Gutes Beispiel, wir kommen zu einer größeren Base und da geht schon wieder los, ne? Ach, hier, schau. Wir haben auch schon ein bisschen Dinos gucken, ne? Alos? Carlos? Wer? Pronto? Alles Dinos der Liebe. Alles Dinos der Liebe, nice. Oh, süß. Oh, cool. Und ein Rex. Der Rex sieht geil aus, ne? Ja. Cool. Nice. Oh, ja. Ist gut. Ey, cool auf jeden Fall. Freut mich voll. Ja, so, Server, ich kann mich echt nicht beschweren, dass Server läuft einwandfrei. Das ist der Hammer. So viele nette Leute drauf und alle engagiert und helfen untereinander und ey, es läuft echt perfetto. Echt super. Wahnsinn, hätte ich mir nie erwartet, dass es ist zwar das drumherum neue Leute reinbeschaffen, also neue Leute reinzuholen und das Ganze ist schon ein bisschen Aufwand, aber hier drin läuft es echt super harmonisch. Ein paar kleine Ausschreitungen, aber ganz minimal, ne? Und sonst regeln das die Admins, die ich drauf habe, echt super. Großes Lob an euch Jungs, ihr macht das spitze. Ich brauche mich hier großteils um nichts zu kümmern. Warum jetzt bei mir kein Chat zum Beispiel leuchtet? Weil ich ihn ausgeschaltet habe. Weil es einfach in der Aufnahme total lästig ist, wenn immer der Chat aufblinkt und ja, muss nicht sein, ne? Auf jeden Fall, das machen die Admins echt toll. Ich muss mich mehr oder weniger bei den Mitspielern um nichts, sage ich jetzt mal, kümmern. Das machen echt alles die Admins. Das ist echt große, große Klasse. Gut. Loot Drop. Die sind ja noch in der Wüste richtig, richtig geil. Muss man sagen, ich will nur schauen. Dann passt. Die sind echt geil in der Wüste. Überragend. Überragend. Mosasaurus und Kompositbogen. Nice. Zahlt sich immer wieder aus, die Dinger. Die zahlen sich immer wieder aus. Was bist denn du? Zwei Informationen. Okay, so, was ich eigentlich sagen wollte, ich fliege jetzt nach Hause, sollte ich noch irgendwas Aufwendiges sehen, was richtig geil ist, hole ich euch dazu. Und ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal, euer Zari. Ciao, ciao. Oh, liebes Dödel, oh, wie süß.